Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Keller, erstes Draft and Play Your Discard. Wünsche. Ja, meine Freunde, ich hatte in der letzten Draftaufnahme mal nachgefragt gehabt, wie das denn so aussieht, weil alle bauen die Drafts, aber keiner spielt's. Wir werden das hier mal ein bisschen kombinieren. Das ist eine Pilotenfolge. Ich gucke, wie das Ganze ankommt, wie das Feedback ist. Ist das gar nichts, dann werden wir das auch nicht mehr bringen. Dann bleibt das so alles, wie es gehabt ist. Aber ich dachte mir mal, ein bisschen Abwechslung mal reinballern und vielleicht kann man dadurch ein bisschen was von seinen Skills, was Teambau ist, kaschieren am Ende. Aber dafür brauche ich natürlich heute erstmal einen Gegner und der ist da in Form von Stefan. Was geht? Was geht ab? Wir kommen gerade aus der frischen Aufnahme. Ja. Ja, ich mache gerade böse Miene. Nee, gute Miene. Gute Miene zum bösen Spiel. Ach komm, ich bin gebrochen, Mann. Was soll ich sagen? Ich muss hier jetzt gerade sitzen und aufnehmen. Eigentlich würde ich jetzt lieber weinen irgendwo in der Ecke oder duschen. Möchtest du sagen, wir haben bei Stefan was aufgenommen? Check das ab. Ist unten drin in der Beschreibung. Möchtest du sagen, was wir aufgenommen haben? Wir haben ein Full Hero Battleship gemacht. Und ja, da kostet halt keine Karte unter 100.000 oder so. Check das gerne ab. War ein lustiger Ritt, wo wir uns jetzt so da entschieden haben. Wir machen jetzt mal das hier. Draft your Discard, die Regeln kennt ihr. Normalerweise bauen wir einen Draft. Der Gewinner stellt sein Team um. Und der andere pickt sich quasi seinen Discard bei ihm. Ja, das, was da gepult wird, der jeweilige Spieler anhand der Differenz muss gekauft werden und dann discardet werden. Heute ist das aber ein bisschen anders, denn wir machen das Ganze jetzt. Das Draft, was du gebaut hast, du bekommst ein Spiel damit. Heißt, du kannst durch dein Ergebnis die Differenz ein bisschen kaschieren bzw. verbessern oder komplett kippen. Ja, wenn wir eine gleiche Dings haben, zum Beispiel, beide haben jetzt, was weiß ich, 115. Und der eine gewinnt sein Spiel 3-0, der andere verliert 2-0 oder verliert sogar. Dann wird die Differenz dort drauf gerechnet und am Ende hat man was anderes. Und danach gehen wir mit dem Team dann, mit dem Siegerteam im Discard. Das bleibt alles gleich. Ich denke, ihr versteht das Ganze. Ich hoffe, wir kriegen das ein bisschen geschnitten, so konferenzmäßig, da wo was passiert. Das seht ihr dann anhand des Drafts. Aber wir schauen mal. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich sehr eine positive Bewertung freuen. Aber auf dem Kanal, falls ihr noch keins dagelassen habt, checkt die Folge bei Stefan ab. Und Feedback bitte in den Kommentaren da lassen. Daran mache ich das abhängig, ob das ein einmaliges Ding bleibt oder ob wir das immer mal wieder bringen. Ja, gibt euren Senf ab. Ich denke, ansonsten ist alles gesagt. Ja. Ich glaube, das ist eine coole Sache. Bist du ready? Dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ich habe tatsächlich einen Token und den werde ich mir auch genüsslich einverleihen. Den werde ich mir auch gönnen. Das ist wie mit FIFA-Points anstatt mit Coins. Ist besser. Ja. Sogar noch besser. Ah, ich habe scheiß Formations, Junge. Ja, ich habe keine Ahnung, was scheiß ist, was gut ist. Das Ding ist, jetzt musst du halt was für Zocken auch nehmen, weißt du? Oh ja, dann klare Sache hier. Ja, ich muss mit der gehen, die anderen waren nix, Alter. Kein Bock auf Fünferkette oder sowas. Ah, ja. Ja, den Mann würde ich gerne schon mal testen. Ich glaube, der könnte gut sein. Digga, das Ding ist halt wirklich, man muss jetzt so bauen, dass man nicht nur... Also einen schönen Mbappé könnte man ja mal geben. Passen alle nicht. Ich glaube, die kann Sturm, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Kapitänswahl war schon wieder maximal daneben, aber... Auch wieder achten. Okay, es ist ja scheißegal, was ich baue, ne? Ich muss einfach nur bauen. Genau, ja, also du musst halt darauf auch schon achten, dass du hier schon ein bisschen vorlegst, ne? Ja, ich bin gut dabei. Weil wenn dein Draft für den Arsch ist, dann stehst du halt da. Ich krieg nur Scheiße. Nein, ich wollte ZOM nehmen! Was ist das denn hier? Ich glaube, ich baue heute zwei Ligen, aber gefühlt ist es eigentlich eine Liga. Ich krieg hier nur... Hast du irgendwie schon eine Special Card gekriegt? Was ist das denn? Ich will dir keinen Druck machen, aber ich habe einen richtigen Kracher drin. Ich habe nur Kacke drin hier bisher. Ja, chemietechnisch sehe ich da auch ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber ich glaube, ich kriege das irgendwie noch hin. Wo wollen wir denn hier hin? Hallo? Passiert hier noch was, oder? Ja, ich sehe mich hier eigentlich ganz gut, auf einer ganz guten Fährte. Packe ich mir den rein? Eieiei. Ich glaube, ich muss wirklich... Warte mal, wenn ich die reinpack. Die Frauen sind ja gar nicht so schlecht eigentlich, ne? Ich poke aber noch ein bisschen. Zack, ich muss ja halt auch spielen. Wäre ich jetzt anders gegangen? Ich habe ein paar Frauen hier drin. Ich kriege auch sehr viel in der Auswahl. Ich muss halt... Kann ich nicht bringen. Kann ich... Das machen wir eigentlich mit einwechseln dann oder ohne, ne? Also ohne, oder? Ja, wäre schon ohne, bisschen, ja. Ohne. Wäre schon ein bisschen komisch. Ohne Tone. Ja, bei mir, ich bin zufrieden soweit eigentlich mit der Startelf. Ich habe schon ein bisschen Chemie zusammengewürfelt bekommen. Das Problem ist, ich habe durch... Das Problem ist, ich habe durch die Frauenliga jetzt hier halt ein bisschen... Ich habe auch eine Frauenliga drin. 23 Chemie, der boostet halt... die boosten alle gut. 24 sogar. Und Hakimi gibt gar nichts.
Von der Theorie her, vielleicht kann die andere. Ich glaube, das ist ein Move. Ist halt sehr nice jetzt, das neue Chemiesystem. Aber wenn ich das tausche. Was? Weil sie es nicht kann. Meine Chemie ist. Das Problem ist mit den Frauen da. Das ist das Problem. Ich habe zwei unterschiedliche Frauen liegen. Ja, schwierig. Aber ich glaube, er gibt mir hier nochmal einen guten Push. Das ist eine gute Karte. Aha. Ich brauche einfach nur einen Rechtsverteidiger. Der hat mir gerade übel viel Chemie gegeben. Oi, oi, oi. Jetzt gerade machen wir ein paar Meter. Ich muss den IV rauskriegen. Unbedingt. Guck mal, ob die drin noch ist eine oder Liga nicht. Kann ich nicht. Noch eine Liga kann ich nicht anbrechen. Warte. Könnte auf ZOM. Könnte. Hier bringt mich. Ich habe keinen einzigen, doch ich habe einen Franzosen drin, also wäre theoretisch ein Upgrade. Auch im Sturm. Aber es reicht nicht, ich brauche mehr Chemie. Ich steine nicht mehr Chemie. Plus eins. Jetzt muss der LV aber dann wieder raus. Das ist alles falsche Liga. Oh. Kann er? Er kann halt auch. Er kann, glaube ich. Er kann nicht. Aber vielleicht bringt es mir. Aber das ist. Ingame kann ich das doch nicht bringen, ey. Plus 1 Chemie. Aber dann habe ich halt einen schlechteren Spieler für Ingame, ne? Man muss jetzt komplett umdenken. Die kann ZM. Da müsste ich gleich mal schauen. Plus 1 Chemie. Steini, ich sehe mich hier gerade eigentlich. Ich brauche nur bitte einen Rechtsverteidiger gleich. Bitte einen Rechtsverteidiger. Rechtsverteidiger. Er ist komplett. Land würde Plus geben. Komplett egal. Bitte Rechtsverteidiger. Oh, es wird so kritisch, Steini. Es wird so kritisch. Was kann sie denn? Kann sie vielleicht. Nee, sie kann nicht. Ich sehe mich hier. Ich weiß nicht ganz. 4-4, aber sieht gar nicht mal so gut aus. Bruno. Habe ich hier noch irgendwas? Bruno Premier League. Das könnte raus. Ich frag mich schon wieder, was habe ich hier gebaut? Bitte Rechtsverteidiger! Ich glaube, mit Bruno fahre ich besser. Warte mal, ich mach mal den Move. Ich pack mal einen Haaland rein und ich hau jetzt. Haaland! Ja, moin! So. Habe ich jetzt mehr? Scheiße, ich habe nicht drauf geachtet. Ey, also ich habe mich irgendwie hier, glaube ich, ein bisschen verpokert. Vielleicht kann der Keeper mir noch irgendwas bringen. Wichtig! Wichtig! Jetzt noch ein LV. Ist doch kein LV, Alter. Boah, schwer. Nehme ich hier noch was mit? Also entweder gehe ich mit ihm, aber der bringt mir auch nichts. Ich habe nichts. Und vielleicht bringt sie mir noch was? Kann ich mit Gabriel wieder zocken, Alter. Ich meine, für Chemie wäre gut, aber ich muss das halt auch zocken. Meins. Zack. Oh, bringt mir nichts. Wo spielt sie denn? Ich muss den Laden auch spielen. Ja, sie ist halt... Jetzt ist die Frage, pokert man mit einem Chemiepunkt oder... Geht man halt jetzt wirklich darauf, dass man Chemie hat? Ja, das Problem habe ich gerade. Ich meine, zwei Stück. Ich muss es, glaube ich, so machen. Zwei Stück. Ich nehme mal Gabel mit. Könnte ich nämlich den hier rausmachen. Dass ich nicht noch irgendwie einen Verteidiger bekommen habe, das tut mir gerade so weh. Aber vielleicht kriege ich mit Manager noch ein bisschen was gedribbelt. Das ist ein bisschen semi. Schade. Ja, ich kann es nicht anders machen. Vielleicht bringt ein Keeper noch was. Samba. Wird der was bringen? Nee. Der bringt nichts. Die bringen alle nichts. Ich glaube, ich bin soweit ready. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen... Ne, bei mir bringt der nichts. Ich habe Chemie. Kann mir auch keiner mehr was bringen, außer ein Verein. Wobei... Doch, diese... Scheiße, was ist denn das für eine Liga, ey? D1. Die D1-Liga, die könnte mir was bringen. Dann hätte ich Full. Aber... Full Chemie. Geht nicht vorbei. Warte mal. Schieße ich mir halt vom Rating ins Knie, aber. Sag Bescheid, wenn ich Korrektur lesen soll bei deiner Bachelorarbeit. Ich bin fertig. Ja, ich auch. Ich bin nicht zufrieden, aber ich bin fertig. Ich habe halt drei Frauen von Lyon gekriegt und die sind alle zockbar. Ja, das ist Diani auf jeden Fall. Ja. Diani, dann im Mittelfeld Mairi oder so und dann noch Moroni. Ja, Trainer können wir abholen. Auf geht's. Boah. Ich weiß auch nicht mal, ob irgendein Trainer mir was bringen kann. Boah, ey, einfach der Jesus hier. A-Ende. A-Punkt-Ende. Guter Name. Ich gehe mit A-Punkt-Ende. Einen Punkt könntet ihr aber wenigstens mal gönnen. Aber A-Punkt-Ende. Digga, ich weiß nicht, was das werden soll. Was hast du jetzt in der Halbzeit für ein Rating? Gesamtrating. Gesamtrating 113. 113? Mhm.
Ich habe eine 117. 4 Punkte Vorsprung. Ich kann eigentlich froh sein. Heißt, du musst 4-0 verlieren. Ja, du musst 4-0 gewinnen und ich muss verlieren. Oder ich verliere hoch, weil jedes Gegentor zieht einen ab. Aber ich kann mich wenigstens noch mal irgendwie ein bisschen rausboxen jetzt, ne? Du kannst dich jetzt rausboxen. Ja, natürlich, klar. Das ist ja jetzt so die kleine Änderung. Ja, ey, ihr seht beide Teams. 117 gegen 113. 117, wir sind bei einer Differenz von 4. Wir suchen jetzt jeder einen Gegner und dann hoffe ich, dass wir das gut geschnitten kriegen, dass ihr jetzt eine kleine Konferenz bekommt. Wir gehen rein. So, ihr seht jetzt einmal mein Team, gegen das ich spiele. Und Stefan sucht jetzt, oh ja, den Checo, Coleman, alles klar, Bruder. Und jetzt seht ihr gleich Stefans Team und ich verschwinde in meinen Tunnel und hoffentlich mit vielen Toren. Stefan, ich wünsche dir good luck. Auf geht's. Digga, mein Gegner hat ein machbares Team. Ich wünsche dir auch viel Glück. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ich melde mich für ein paar Tore gleich. Ja, Bing Bong. Alles klar, Bruder. 3 Minuten gespielt. 1-0 hinten. Ja, Nkunku. Oh, was für eine Parade. 11 Meter, oder? Let's go. Gib mir rot. Gib mir rot. Was passiert eigentlich bei Rage Quit? Ach, fuck, Mann. Ich schieße jetzt einfach, sonst schießt er gleich selber. Nein, ich verschieße den Elfer. Nein! Nein! Ich hätte das Ausgleich gemacht. Aber Ecken kann ich. Oh! Ecken kann ich, weil ich der Beste bin! 1,62 Meter ist sie, glaube ich. Kopfball ungeheuer. Ja, du sehen wir das, was hier wieder passiert, ne? Nein, es gibt 11 Meter für ihn. Aber wieso, weshalb, warum? Ich bleib stehen. Let's go, ich halt ihn. Ja! What the fuck? Wie kann man den daneben pöllen? Ich feier mich hier ab, Alter. Einfach Loch im Netz. Kann man den denn daneben pöllen? Nein, den hat er einfach daneben gepölt. Ja. Ja, bitte kein Abseits. Let's go, 1-0. Jungmin-Son, bin da. Ein Discard weniger, oder? Und ich mach das 2-1. Ich mach das 2-1. Somit bleibt die Differenz gleich. Tor auf beiden Plätzen. Alles wieder wie zum Start. Bei mir ist auch erste Halbzeit rum. 1-0. Also steht's Gleichstand, ne? Kurze Information. 3-1 auf Platz Nummer 1. Mann, Digga, ich habe aber auch keine Konzentration. Warum stehen meine Spieler immer so weit weg? Ich gewinne und fuck mich trotzdem ab, Digga. Steini. Oh, mein Keeper kriegt den Ball in die Eier. Mann, ja, wichtig. Jetzt aber. Oh, Mann. Digga, ich weiß nicht, was passiert, Alter. Ich habe einen Dämon in mir drin. Guck dir das an, bitte jetzt. Nimm den Ball einfach vernünftig mit. Und jetzt knall ihn rein. Tor in Düsseldorf, Junge. Tor, 2-0. Nein, nein, nicht so. Ja, bitte. Ach, komm schon. Jetzt drückt er schon wieder Pause. Nein, 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 nein. Torwart, bitte. Ach, komm, lutsch meinen Schwanz. Ich bin kurz davor, meinen Controller zu schmeißen, weil mein Gegner sich dreht wie so ein Eichhörnchen. Die ganze Zeit, zack, 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 links, rechts. Ah, 2-1. Mann, Mann, Mann. Mein Gegner ist einfach so ein richtiger Schwitzer. Der nix kann, aber rumschwitzt. Ja, Marin. Mach den doch rein. Ja, 2-2. Was für ein Traumtor. Bei mir ist durch, 3-2. Also plus 1 gerade. Ach Mann, Alter. Wow, mein Gott. Oh mein Gott, ich verliere 3-2 nach der Ecke. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen, ja. Ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen, wirklich. Beerdige mich einfach heute. Digga, es ist... Ich fehle komplett, ja. Digga, habe ich nicht 2-0 geführt oder so? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Ja, das ist so ein Bruch, wirklich. Es ist so schlimm. Ja, Ladies, ich stelle mal ganz kurz hier die teuersten Mopeds auf und dann darf Stefan sich 6 Stück auswählen. Aber hier ist tatsächlich... Ja, na, das könnte sich... Ja, wobei... Nee, glaub nicht. Ja, schieß rein. 6 Stück. 6 Spieler. Ich darf mir jetzt mein eigenes Grab schaufeln. Ja.
Aber es, also wenn, ich meine, sind 6 Stück, ne? So, also so ist jetzt nicht. Da kann natürlich was passieren. Ich mach's kurz und schmerzlos, weil warum soll ich mich selber leiden lassen, oder? Ja. Ich nehme zuerst mal komplett die Viererkette. Ja, okay. Dann nehme ich den rechten ZM. Und das war's. Wie das war's? 6 Stück. Aber die komplette Viererkette? Sorry, ja, schon gut. Welchen Fehler? Ach so. Ja, dann nehme ich noch den Stürmer. Welchen? Ach, du hast mehrere. Ich habe 2. Was hast du denn überhaupt für eine Formation? 4-3-1-2. Ja, dann nehme ich den rechten. Ist ein Sterling. Ich habe den Sturm stehen lassen. Und im linken Sturm war? Haaland. Oh. Als du schon meintest, welchen, dachte ich mir gerade, nehme ich den jetzt, nehme ich wirklich einen Stürmer? Ja, ich habe ja 2 gehabt. Was soll ich machen? Boah, ja, was ist denn jetzt? Ich dachte nämlich bei der Viererkette, der Keeper ist da mit drin. Ach, aber so? Ich sag dir ganz ehrlich, also ich weiß nicht, wir gucken einmal kurz auf Footbin, was das alles zusammen ist, weil du musst jetzt nicht die Spieler einzeln kaufen, das ist Quatsch. 168.000. Ey, das ist nicht zu unterschätzen, Alter. Wenn ich mir das Team angucke, hätte ich nicht gedacht, dass das da drin steckt. Klar mit Haaland, ich aber du Glück hast halt gehabt, trotzdem... Ohne Spaß, ja, bei 6 Picks hättest du einen irgendwie so... Ich hatte bei mir im Team, hatte ich einen Son in Form, ich hatte einen Luis Diaz Road to the Knockout. Ne, also, die habe ich gar nicht. Ich habe keine Special außer Sterling gekriegt. Ja, da waren locker, die beiden alleine kosten ja schon 1,23 Millionen. Und ich habe spekuliert, dass du einen Stürmer nimmst, das ging ja auch auf. Ich wusste halt jetzt nicht, welche Seite. Okay, Usman Dembele gekauft für 170.000, ist in der SBC drin. Ich bin dafür, was ich gespielt habe. Du bist in der Phase drin, wo ich vor anderthalb Wochen drin war. Egal was du machst, du hast das Gefühl, alles läuft gegen dich. Du checkst überhaupt nicht, was du machen sollst. Die Phase habe ich leider hinter mir, kommt aber immer wieder durch bei mir. Also ich bin auch noch gar nicht angekommen. Mal abgesehen davon bin ich gut davon gekommen. Deswegen, das macht mich ein bisschen froh. Ich dachte, ich muss jetzt wahrscheinlich irgendwie so, keine Ahnung, 1 Million vielleicht diskarden. Von daher. Da könnt ihr sehr, sehr gerne euer Feedback mal unten da lassen. Ich werde mir das anschauen und je nachdem, wie das Ganze ausfällt, werden wir das entweder ab und zu weiterbringen oder halt, wir lassen alles so, wie es ist. Aber ja, da seid ihr jetzt gefragt, würde mich sehr über Feedback da freuen. Checkt auf jeden Fall die Folge bei Stefan ab und dann sind wir raus. Jalla, ja? Goodbye, Steini. Macht das gut. Ciao. Ey, tschüss.